Alle Leute, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 und wir stehen kurz davor, das British Empire, ja, anzugreifen, ihm einen Besuch abzustatten. Und die einzige Frage, die wir uns noch stellen müssen, ist, wie wir das machen. So, ich habe natürlich jetzt schon ganz viele Jäger hier stationiert, ganz einfach, um eine Lufthoheit hier irgendwann hinzubekommen, die wir natürlich jetzt noch nicht haben. Und gerade über dem Ärmelkanal ist das irgendwann wirklich notwendig. Und ich sehe schon, ist das... versucht die Türkei hier gerade, also versucht das Osmanische Reich hier gerade schon... Ja. Ich glaube, sie versuchen, eine Invasion irgendeiner Art zu starten. Okay, bis jetzt unterstützen sie nur Irland, so wie es aussieht. interessant. Allerdings wollen wir natürlich auch, dass wir irgendwann bereit sind, hier einen Angriff zu starten. So, mittlerweile haben wir, ich glaube, 2400 ungefähr Jäger, die wir über den Ärmelkanal schicken können, um feindliche Jäger und Bomber abzufangen. Und die Marine, also die britische Marine, müssen wir halt auch irgendwie in Schach halten. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, ob ich meine Marine hier vom Mittelmeer verlege in hier irgendwie nach Südfrankreich, um dann hier von da aus dann den Ärmelkanal unter Druck zu nehmen. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall brauchen dafür, sind Transportschiffe, weil ich glaube, wir machen das auf dem Seeweg. Ich glaube nicht, dass wir es über den Luftweg machen. Mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken, ob jemand überlebt von meinen Leuten. Ja, euch gebe ich einen komplett neuen Heimathafen. Denn ich glaube... Was ist Steuerung Rechtsklick oder Steuerung Linksklick? Ich vergesse das immer wieder. Steuerung Rechtsklick. Ich glaube, das werden wir brauchen hier. So, das ist jetzt euer Heimathafen und ihr bekommt jetzt erstmal die Mission, da hinzugehen. So, ich hoffe, die werden nicht bombardiert hier, während die hier sind. Zur Sicherheit gucke ich nochmal, dass ihr jetzt alle über Südfrankreich fliegt und ihr am besten, na, ihr alle bis auf die Luftunterstützung auch nach Südfrankreich und da einmal die typischen Missionen, weil hier sind zumindest Jäger, feindliche Jäger. Noch sind hier keine feindlichen Bomber, aber vielleicht, wenn meine Marine da anrückt, vielleicht überlegen die Briten sich das dann und schicken dann auch ihre eigenen Bomber dahin, um meine Marine zu zerfetzen, was ich natürlich nicht will. Das wäre ziemlich schlecht. So, aber es sieht nicht so aus, als würden die bombardiert werden. Zumindest noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, die sind jetzt auch durch. Dann machen wir hier gerade mal weiter. Und produzieren natürlich die neuen Luftunterstützungsflugzeuge. Und die Luftunterstützung wird dann bei unserer Invasion die einen Job haben, hier den Ärmelkanal zu bombardieren, falls da eine feindliche Flotte einrückt. Was hoffentlich nicht passieren wird. Wer wagt, gewinnt. Walter Succi, bekannt unter Dolfo. Ja, okay. Jetzt kommen wieder die lustigen Namen. So, wie sieht's denn hier aus? Eigene Jäger verloren, 58, feindliche Jäger verloren, 128. Das sieht schon mal sehr gut aus.
lasse ich mir gerne gefallen. So, Ressourcenproduktion ist auch weiter durch. Dann machen wir jetzt hier einfach weiter. Und hoffen, dass wir unseren Produktionsmodus etwas ausgleichen können. Dadurch, dass wir halt hier sehr, sehr viel... Alter, guckt euch das an. Ich meine, Deutschland meint's nur gut. Aber wieso? Nehmen die nicht. Das sind mindestens zwei ganze Armeen, wenn nicht sogar drei ganze Armeen, die hier stehen. Wieso nehmen die nicht? Und, was weiß ich, räumen in Ostasien auf zum Beispiel. Oh, ich sehe gerade... Ach nee, das ist... Wenn ich rausgezoomt bin, sagt mir das Spiel, dass hier ganz viele britische Divisionen sind. Aber wenn ich reingezoomt bin, ist hier keine einzige britische Division. Ist wahrscheinlich einfach unter welcher Kontrolle die stehen. Aber ich dachte gerade, vielleicht... Vielleicht könnte ich es hinbekommen, dass... Britannien quasi komplett leer ist. Und ich glaube, diese Divisionszahl hier zählt auch rein, wie viele Divisionen die von anderen Ländern geschenkt bekommen haben, in Anführungszeichen. Also wie viele Expeditionsstreitkräfte die gerade haben. Und das heißt quasi, dass nicht 175 bis 217 Divisionen hier gerade im British Empire selbst sind. Oder die generell überhaupt so viele Divisionen haben. Und was haben wir hier? Italien! Hat einen Angriff nach Indien gestartet, einen Seeangriff nach Indien. Und sehr, sehr viele osmanische Divisionen sind hier an der arabischen Grenze. Wow. Wie viele Divisionen habt ihr? 323, wow, holy shit. Nicht-Angriffspakt mit der Volksrepublik China. Habt ihr auch mit meinen Verbündeten einen Nicht-Angriffspakt? Das sieht ganz so aus. Das war das falsche Button-Ding, dann nehme ich den doch auch mal an. Haben wir eigentlich noch einen Nicht-Angriffspakt mit euch? Ja, das sieht auch so aus. Ich hoffe, dass es ruhig bleibt an dieser Grenze hier. Weil das wäre. Ich meine, wir könnten theoretisch, wir haben hier im Moment 5 Armeen. Und mittlerweile könnte ich die sogar alle hier wieder in einen Schauplatz schicken, so. Wir haben ja mittlerweile 5 Armeen in der Nähe von Spanien. Das heißt, wenn Spanien uns den Krieg erklärt, dann werden wir einfach über Spanien hinwegfegen. So, ich muss mir trotzdem irgendwie Gedanken machen, wie ich hier angreife, so. Also wenn wir das hier machen, können wir 10 Divisionen verschiffern. Wenn wir das hier machen, 40. Wenn wir das hier machen, 100. Okay, dann machen wir definitiv bis hierhin. Und forschen wir das einmal durch bis hier hinten. Und greifen dann, ich würde sagen, mit 2 Armeen, wenn nicht sogar mit 3 Armeen, hier mit den 3 Armeen, die an der Ostfront waren, greifen wir dann da an. Auch mit unseren erfahrensten Truppen. Wir haben hier sogar Erfahrungsrang 4 erfahren. Aber wir haben keine Elite hier dabei, oder? Doch, Veteranen. Wir haben sogar Erfahrungsrangstufe 5. Ich fasse es nicht. Ja, das wäre natürlich cool, wenn wir die Panzer dann irgendwie auch hier nach England schicken können. Und Zerstörer 4 sind erforscht. Es ist blöd, dass wir jetzt nicht simultan jetzt hier unten schon weiter forschen können. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Leichte Kreuzer können wir erforschen. So, was haben wir hier? Haben wir auch die Ressourcenproduktion nochmal. So, und das wird jetzt eine etwas längere Planung, würde ich meinen. Also wir brauchen zumindest mal die Forschung, bis wir 40 verschiffen können, weil dann können wir zumindest schon mal eine ganze Armee und eine halbe verschicken. Also 24 Divisionen und dann nochmal ein paar. Hier drüben mit der 13% Monarchie.
Staatsstreich inszenieren. Es braucht 200 Macht. Ah, das ist natürlich doof. Und es braucht 400 Tage. Aber ich würde sagen, ich glaube, das geht auch davon aus, wie viel Dings das von Anfang an hatte. Also wenn ich jetzt anfange, einen Staatsstreich zu inszenieren, geht der Staatsstreich von 13% Unterstützung aus. Das heißt, egal wie weit das dann noch gestiegen ist in der Zwischenzeit, in den 400 Tagen, die es braucht, bis der Staatsstreich dann ausgeführt wird. Das heißt, wir wollen mit dem Staatsstreich, falls wir es überhaupt machen, nochmal warten. So, ich möchte Deutschland bitte sagen, dass sie ihre ganzen Divisionen hier wegnehmen können. Gucken wir mal, wie es im Osten aussieht. Da tut sich nicht wirklich viel. Und das British Empire hat hier sogar einen kleinen Abstecher gemacht, so wie es aussieht. Und die russische Marine ist hier immer noch Pilotenass befördert. Fritz Meyer als Fritzi. Ja, ganz, ganz pragmatisch benannt, will ich sagen. Dann machen wir hier noch Zerstörerorganisation und Effizienzgeleitschutz. So, und wie sieht es mittlerweile über Südfrankreich aus? Wir haben immer noch 2600 und 154 verlorene gegen 200. Ja, ungefähr Abschlussverhältnis 2:1 für uns. Was natürlich auch nicht wirklich gut ist, denn wir haben nur 5000 Flugzeuge und das British Empire hat irgendwo zwischen 17.000 und 20.000. Was natürlich auf lange Sicht gesehen eher schlecht für uns ist. So, jetzt haben wir schon zwei Sets von 15 und einen 5er-Pakt. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt mittlerweile wieder eine Legitimation, so viel einzukaufen, wie es nur geht. Und uns von diesem ganzen Modus hier mit der Produktion hier mal frei zu machen. Gummi brauchen wir aus den Niederlanden. Das brauchen wir noch. Chrom brauchen wir noch. Da können wir auch unsere osmanischen Freunde anfragen. Brauchen wir noch mehr? Nein, sieht nicht so aus. Öl brauchen wir trotzdem immer noch mehr. Gibt es ansonsten noch jemand, der viel Öl hat? Nein, das sieht tatsächlich nicht so aus. Was ich mache? Freihandel, Exportfokus. So. Das dürfte nämlich jetzt einiges schon wieder relativieren. Oh ja, hier brauchen wir definitiv keinen Stahl mehr einkaufen. Da haben wir ziemlich viele im Moment. Wolfram brauchen wir trotzdem immer noch ein bisschen. Chrom brauchen wir aber nicht ganz so viel. Aluminium kaufen wir gar nicht ein, das produzieren wir alles. Holy crap. Trotzdem brauchen wir mehr Öl. Und schwuppdiwupp, da haben wir auch unsere ganze Lage schon verbessert. Und what? Okay, wir haben im Moment so viele Zivilfabriken jetzt auf einmal, wo wir den ganzen Handel mal gelöst haben, dass wir die ganzen auch nicht mehr bauen müssen. Und was wir stattdessen machen, ist Atomreaktoren. Zehn Atomreaktoren. 15 anstelle von, okay, wenig. Machen wir folgendermaßen. Die pumpen wir jetzt einmal ganz oben an die Spitze. Weil es wichtig ist für uns. Raketenbasis. Weiß ich gar nicht, ob das so funktioniert oder ob das anders funktioniert. Habe ich tatsächlich auch noch nie gebaut. Und dazwischen pumpen wir jetzt trotzdem mal ein paar
Fabriken. Und das teilen wir jetzt so ein bisschen auf. Damit nicht nur eine Sache produziert wird, sondern auch mehrere Sachen. Und auch ein bisschen abwechselnd. Und die Raketenbasen eben auch da mal so rein. So, und dann fangen wir quasi an mit Atomreaktoren und mal gucken, ob wir dann mit Raketenbasen, vielleicht können wir dann so ein bisschen Raketenboom da drüben hin machen und schauen einfach mal. Es wird ein Experiment für mich selbst und es wird auch das erste Mal in diesem Let's Play sein, dass das passieren wird. Gucken wir mal bei Technik. Wir sind knapp 40% bei Atombomben dran. Raketenbasen können wir dann bauen. Pilotenass befördert. Gaspar Wagner als Alpmas. Wurde befördert. Nicht in den Alpen, nein. Sondern in Südfrankreich. Lenkrakete und Raketenabfangjäger. Die ME-163 ist das hier. Und das ist die V1. Lustig wäre es, wenn wir es diesmal schaffen. Und wie gesagt, auch das erste Mal in einem Let's Play, dass wir das tun. Wer wagt, gewinnt. Felix Wanneck? Rufzeichen Horty. Auch netter Rufname. So, gucken wir mal wieder. Wir sind jetzt schon bei 17% Monarchie. Wäre cool. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es funktioniert. Und Japan... Ihr Dudes, wie sieht's aus? Wäre echt geil, wenn ihr irgendwann mal uns beitreten würdet. Weil dann hätten wir auch eine neue Front gegen China, obwohl, na, Volksrepublik, ah, stimmt. Dadurch, dass Spanien im Krieg ist mit dem Vereinigten Königreich und die Volksrepublik China jetzt eben auch, ist China... so ein indirekter Verbündeter, also die Volksrepublik China, also ein indirekter Verbündeter von uns. Sie kämpfen zumindest auch gegen das richtige China und quasi damit auch gegen das Vereinigte Königreich. So, ansonsten tut sich hier drüben allerdings nicht wirklich viel, ohne dass England tatsächlich ein paar Fortschritte macht. Und da haben wir mexikanische Truppen. Nee, italienische Truppen. Sah gerade für einen Moment so aus wie Mexiko. Ich entschuldige mich bei allen Italienern da draußen. Ja, aber ansonsten wollen wir in der Politik hier noch irgendwas ändern. Monatliche Meinung, du bist eigentlich ziemlich nutzlos. Handelsabkommen, Meinung... Bringt das etwas für die Meinung, die die von uns haben? Handelspartner plus 17, ja toll. Und da jetzt 10% nochmal drauf, dann sind wir bei 18. Vielleicht, je nachdem wie er aufrundet, bei 19. Also das hat nicht wirklich einen großen Sinn. Größte Schrecken brauchen wir im Moment. Wir haben Baugeschwindigkeit, Militärfabriken und Schiffswerften, wäre eigentlich ganz geil, aber ja, das können wir auch gerne tauschen. Wunderbar. Haben wir das auch mal wieder ein bisschen aufgeräumt und wir könnten eigentlich noch irgendwas machen. Strenge Bildung ist eigentlich immer noch das ziemlich Beste, was ich haben will, haben kann. Wir sind auch mittlerweile schon bei 80% nationalem Zusammenhalt, einfach nur wegen dieser Familienbeihilfe hier. Und wegen der Propaganda sehe ich gerade. Da stellt sich mir die Frage, ob ich nicht die Familienbeihilfe zu irgendwas ändere. Was bringt es das denn? Für Konsumgüter monatlich Bevölkerung.
Der Fall von... Warte, der Fall von Kairo? War das nicht in osmanischer Hand? Wir kämpfen aber jetzt nicht zufällig gegen die Osmanen. Nee, die sind ja in einem Bündnis mit uns. Oder haben die Briten das hier zurückerobert? Ich hab's nicht mitbekommen. Hier passieren Dinge, von denen ich nichts weiß. Die Forschung ist wirklich super schnell, Alter. Was tun? 44 haben wir. Könnte ich eigentlich mit der 45er Technologie schon beginnen? Das ist, glaube ich, das Let's Play, was am weitesten in die Zeitlinie reingeht, was ich bis jetzt hatte. Luftdoktrin. Taktische Bomber. Achso, das ist hier unten. Ach, da war ich auch schon fertig, richtig. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich synthetisches Öl brauche ich eigentlich nicht. Wir erforschen schwere Kreuzer, dann kann ich eigentlich auch gerade schon mal Schlachtschiff. Ja, wieso nicht? Ja, das hier habe ich anscheinend gar nicht so mitbekommen. Oder es war immer noch so ein Pocket, ein irgendwas, was ja, was da ausgeharrt hat. Landungsfahrzeug, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Brauchen wir das hier. So, dann wollte ich gucken. Müssen wir hier Raketen bauen? Ich glaube schon. Ist das bei Flugzeug? Ist das bei Land? Nein, ist das bei... Wo ist das? Das sind alles Bomben? Das hier ist Marine? Wo kann ich Raketen bauen? Das hier sind Raketenbasen. Steht hier was dabei? Die Produktion und den Einsatz von Raketen. Okay. Große Frage, wie kann ich Raketen bauen? Brauche ich dafür die Forschung? Wo ist das? Artillerie? Raketenartillerie? Aber das hier ist doch nur gezogene Raketenartillerie. Also es hat doch nicht wirklich was mit diesen Raketen zu tun, oder? Ah, okay, ich muss hier das hier noch zu Ende erforschen. Alles klar, okay. Ich muss das hier noch zu Ende erforschen und dann kann ich Raketen bauen. Alles klar. Alles klar, haben wir das doch auch erledigt. So, und jetzt gucke ich tatsächlich auch mal auf die Uhr, dass die Folge nicht wieder eine halbe Stunde lang wird. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.